Viele Menschen stellen sich das Ende der Welt als einen Asteroideneinschlag vor, der die Dinosaurier vernichtet. Oder einen Atomkrieg mit dem gesamten Arsenal der Menschheit. Was aber, wenn all dies nicht einmal annähernd das ist, was den Planeten in eine heiße Hölle verwandeln könnte? Um unseren schönen blauen Planeten in eine Hölle zu verwandeln, müssen wir einen Blick in sein Inneres werfen. In einer Tiefe von etwa 70 Kilometern beginnt der Teil der Erde, der als Erdmantel bezeichnet wird. In einer Tiefe von bis zu 2890 Kilometern erreicht diese Schicht den Erdkern und enthält etwa 80% des gesamten Volumens unseres Planeten. Je tiefer, desto heißer wird der Mantel, von 200 Grad an der Erdkruste bis zu 4000 Grad im Inneren des Kerns. Dabei handelt es sich um Billionen Tonnen heißer, geschmolzener, zirkulierender Steine und Mineralien, die auch als Magma bezeichnet werden. Die Lithosphärenplatten bewegen sich durch die Bewegung der Hitze im Magma vom Kern zur Erdkruste. Durch ihre Bewegung bilden sich Erhebungen und Vertiefungen, welche dann Erdbeben auslösen können. An einigen Stellen, den sogenannten Magmablasen, bewegt sich heißes Magma in relativ kleinen Strömen oder Strahlen zur Erdoberfläche und sammelt sich unter der Kruste, wenn es keinen einfacheren Weg findet, an die Oberfläche zu gelangen. Dies führt zur Bildung von Magmakammern und Kalderen, die die Grundlage für die Entstehung von Vulkanen und Supervulkanen sind. Was könnte also passieren, wenn Millionen von Tonnen heißer Magmaschmelze die Erdoberfläche erreichen? Werfen wir einen Blick auf zwei sehr berühmte Vulkanausbrüche. Dabei geht es um den Ausbruch des Vulkans Krakatoa im Jahr 1883 und des Tambora im Jahr 1815. Beide Vulkane befinden sich in der Region Indonesien, doch ihr Ausbruch hatte Folgen für die ganze Welt. Um die Stärke oder Gefahr eines Ausbruchs zu verstehen, verwenden Vulkanologen die VEI-Skala, die Skala der vulkanischen Aktivität. Sie wird anhand des Volumens der auf die Oberfläche geschleuderten Eruptionsprodukte, der sogenannten Tephra, geschätzt und in Kubikmetern gezählt. Der Ausbruch des Krakatoa, der etwa 36.000 Menschen das Leben kostete, einen 46 Meter hohen Tsunami verursachte und zu einer globalen Abkühlung von 0,4 Grad Celsius führte, wird auf der VEI-Skala mit 6 Punkten bewertet, wobei bis zu 10 Kubikkilometern Tephra freigesetzt wurde. Diese Eruption entspricht etwa 1000 Atombomben mit einer Sprengkraft von je 200 Kilotonnen, die alle auf einmal gezündet werden. Die Eruption des Tambora erreichte die Stufe 7 auf der Skala der vulkanischen Aktivität, was bedeutet, dass das Volumen des ausgeworfenen Tephra bis zu 100 Kubikkilometer beträgt. Er kostete 76.000 Menschen das Leben und bewirkte in einigen Gebieten eine noch stärkere Abkühlung der Erdoberfläche um bis zu 5 Grad Celsius. Dies führte zu einem Jahr ohne Sommer, in dem sogar im Juni in Kanada Schnee fiel. Aufgrund von Ernteausfällen kam es zu Hunger in Europa und in Asien, saurem Regen und trockenem Nebel im Nordwesten der Vereinigten Staaten. Und das ist nur ein Teil der Folgen, die wir kennen. Von einer vollständigen Vernichtung der Menschheit sind wir aber noch weit entfernt. Wir bräuchten vulkanische Supereruptionen, die 8 Punkte erreichen. Supereruptionen sind katastrophale, gigantische Entladungen von Magmagestein, Asche und Aerosolen in der Atmosphäre. Eruptionen mit einem Volumen von tausenden Kubikkilometern kommen sehr selten vor und Vulkane und Kalidarsysteme, die sie hervorbringen können, werden umgangssprachlich als Supervulkane bezeichnet. Der berühmteste Supervulkan befindet sich in Nordamerika im Bundesstaat Wyoming und zwar im Yellowstone-Nationalpark. Die Yellowstone-Kaldera, die sich langsam in Richtung Nordosten bewegt und dabei der Lithosphäreplatte folgt, ist im Laufe von 2,1 Millionen Jahren bereits dreimal ausgebrochen. Jeder dieser Superausbrüche führte zu einer globalen Klimaveränderung. Die Energiemenge in TNT unserer gesamten nuklearen Reserven sind nicht mal annähernd mit einer solchen Zerstörungskraft der Natur zu vergleichen. Etwa 630.000 Jahre vor Christus führte einer dieser Ausbrüche zur Bildung einer Kaldera mit einem Durchmesser von 70 Kilometern. Das Volumen der ausgeworfenen Tephra erreichte etwa 2,5 Millionen Quadratkilometer, was zu einer Menge Aschefall und zur Bildung des Huckleberry Ridge Tuffs führte, einer Schicht aus vulkanischem Material, die fast im gesamten Westen der Vereinigten Staaten zu finden ist. Zum Vergleich, nimmt man dieses ganze Volumen an heißer Asche, Magma und vulkanischem Gestein und stopft es in einen Würfel, so erhält man ein Gebilde, das ungefähr 13 Kilometer hoch ist, also fast anderthalbmal so hoch wie der Mount Everest. Wenn wir also hypothetisch annehmen, dass der Yellowstone erneut einen Superausbruch mit einem Volumen von 330 Kubikkilometern Asche und festem Gestein erlebt, wird dies dann das Ende der Menschheit sein?
Diesmal geht es um einen Würfel, der so hoch ist wie der Kilimandscharo. Anhand einer Tefra-Sedimentkarte können wir erkennen, dass die Asche über das gesamte amerikanische Festland und Teile Kanadas ausbreiten wird. In den an Yellowstone angrenzenden Staaten wird wahrscheinlich alles in den ersten Stunden des Ausbruchs vollständig zerstört werden. Im Yellowstone-Nationalpark selbst, der einen Durchmesser von etwa 64 Kilometern hat, werden Lava, Magma und andere Produkte der Eruption bis zu einem Meter hoch aufsteigen. Eine Supereruption dieses Ausmaßes wird einen fast vollständigen Zusammenbruch der nordamerikanischen Agrarindustrie verursachen. Eine riesige Aschewolke wird das Sonnenlicht davon abhalten, das Ackerland im Zentrum und Osten der Vereinigten Staaten zu erreichen. Saurer Regen und Tefra werden Ernten zerstören, Wasserquellen verschmutzen und den Viehbestand töten. Zusätzlich zum Aschefall wird der neue Superausbruch eine große Anzahl von Vulkanbomben erzeugen, bei denen es sich um das Magma selbst handelt, das mit großer Geschwindigkeit aus dem Vulkan ausgestoßen wird. Diese Bomben werden Straßen, Häuser und Verkehrsverbindungen in einem Umkreis von bis zu 150 Kilometer vom Yellowstone zerstören. Die Zahl der Todesopfer und die Gesamtfolgen für die ganze Welt sind sehr schwer zu berechnen. Eine Katastrophe wie diese kann mit dem Fall eines Asteroiden von mehreren Kilometern Breite verglichen werden. Es ist durchaus wahrscheinlich, dass Nordamerika für einen Zeitraum von bis zu mehreren Jahren die vollen Auswirkungen des vulkanischen Winters zu spüren bekommt und sich das Klima der gesamten Welt destabilisiert. Wissenschaftler gehen auch davon aus, dass plötzliche Temperaturschwankungen zu anormalen Naturphänomenen führen werden. Zum Beispiel Wirbelstürme, Tornados und thermische Stürme werden häufiger auftreten. Das bedeutet Schäden für die Landwirtschaft. Nicht nur in den Vereinigten Staaten, sondern auf der ganzen Welt. Ernteausfälle, Hungersnöte, Dürren und Kälteeinbrüche werden für mehrere Jahre zur Regel werden. Es ist aber auch wichtig zu sagen, dass Wissenschaftler trotz der steigenden und fallenden seismischen Aktivitäten des Yellowstone keine Befürchtungen haben. Dieser Supervulkan wird höchstwahrscheinlich nie zu einem solchen Superausbruch fähig sein, zumindest nicht in den nächsten 1000 Jahren. Etwa 74.000 Jahre vor Christus hat in der Tat dieser Superausbruch die Menschheit bereits fast vernichtet. Die Supereruption von 2880 Kubikkilometern, achtmal größer als im hypothetischen Modell des Yellowstone-Ausbruchs, könnte nach Ansichten der Wissenschaftler Michael Rampino und Stephen Self die gesamte Menschheit zum Aussterben bringen. Die Rede ist vom Superausbruch des Toba-Vulkans auf der Insel Sumatra in Indonesien. In einem Artikel aus dem Jahr 1992 wiesen sie darauf hin, dass dieser Superausbruch nicht nur zu einem vulkanischen Winter führen würde, sondern auch den Prozess der Gletscherschmelze beschleunigen könnte. Sowas wird in der Humangenetik auch mit einem Flaschenhals in Verbindung gebracht. Einige Studien wiesen nämlich darauf hin, dass die menschliche Zivilisation im Zeitraum von etwa 100 bis 50.000 Jahre vor Christus auf bestenfalls 10.000 Individuen geschrumpft ist. Dies wird durch die geringe genetische Vielfalt unserer Vorfahren bewiesen, so Michael Rampino und Stephen Self. Bis vor einiger Zeit glaubte man, dass der Superausbruch des Toba zu einem vulkanischen Winter von mindestens 6 Jahren in Afrika und Europa führte, doch neuere Forschungen legten das Gegenteil nahe. Im Jahr 2018 wurden die Ergebnisse einer Studie über den Tuffstein und die Spuren dieses Superausbruchs veröffentlicht. Überraschenderweise gibt es Hinweise darauf, dass die menschlichen Aktivitäten nicht aufgehört, sondern im Gegenteil zugenommen haben. An der Südostküste Afrikas wurden in den Erdschichten Werkzeuge gefunden, und zwar sowohl vor als auch nach dem Ausbruch. Neben kleineren geschliffenen Steinen gab es auch komplexere Pfeile und Speerspitzen. Ausgrabungen rund um den Malawisee, ebenfalls in Afrika, liefern keine Hinweise auf einen katastrophalen vulkanischen Winter infolge eines Superausbruchs. Höchstwahrscheinlich wurde die Wirkung von Aerosolen und Asche überschätzt, welche nicht zu einem 6-jährigen Winter in Afrika und dem beinahe Aussterben der Menschheit führen konnte. Was aber, wenn die Supereruptionen nur ein Teil eines noch katastrophaleren Ereignisses sind, welches wahrscheinlich zusammen mit dem Asteroiden, der ebenfalls dazu beigetragen hat, das Aussterben der Dinosaurier herbeizuführen? Erst jetzt kommen wir zu einem Ereignis, das wirklich in der Lage wäre, eine globale Hölle zu erschaffen. Vulkanische Überschwemmungen. Eine vulkanische Flut oder Überschwemmung ist ein Ergebnis, das nicht in die Skala der vulkanischen Aktivität passt, da die Gesamtemissionen von Asche, Magma und Gestein bereits in Millionen von Kubikkilometern variieren. Um auf unseren Vergleich mit diesem Würfel zurückzukommen, seine Höhe erreicht im Durchschnitt etwa 125 Kilometer. Dieses ganze Volumen an Magma und Asche ergießt sich über Millionen von Quadratkilometern und bedeckt alles mit einer riesigen, hunderte von Meter hohen Schicht. Die Folgen davon sind riesige Ebenen, Stufen mit einem charakteristischen Relief, das einer Treppe ähnelt. Auch wenn die Wissenschaftler den genauen Grund für die Entstehung dieser Stufen nicht kennen, die auch schon riesige Gebiete in Sibirien und Indien bedecken, besteht kein Zweifel, dass es sich um einen großen, angelegten und katastrophalen Prozess handeln wird.
Es ist auch nicht verwunderlich, dass das Alter dieser Treppenbildung ungefähr mit den Daten der größeren Massenaussterben zusammenfällt. Eines davon führte sogar zu dem Aussterben von 95% aller Arten von Lebewesen. Im Gegensatz zu Supereruptionen und Asteroideneinschlägen können die Auswirkungen einer vulkanischen Flut auf der Erde Hunderttausende von Jahren andauern. Sie entstehen, wenn ein Lavastrom oder die sogenannten langen Fackeln aus Magma die obersten Schichten der Erdkruste erreicht. Zum Vergleich, die Caldera des Yellowstone-Supervulkans befindet sich in einer Tiefe von ungefähr 8000 Metern. Vulkanische Überschwemmungen beginnen mit einer Reihe starker Erdbeben und einer Anhebung der Erdoberfläche um mehrere hundert Meter. Die Risse und Brüche in der angehobenen Erde werden von einer Reihe Supereruptionen begleitet, bei denen Tephra und Lava in Säulen von durchschnittlich 50 Kilometern Höhe ausgestoßen werden. Das Magma wird langsam durch die Erdkruste schmelzen und sich über ein Gebiet von der Größe ganzer Länder ausbreiten. Im Fall der Sibirischen Treppe, die sich etwa 640.000 Jahre nach Beginn der vulkanischen Flut gebildet hat, handelt es sich um ein Gebiet von der Größe des europäischen Kontinents, das mit Tephra und Magma bedeckt wurde und hunderte von Metern hoch aufstieg. Dieses Ereignis führte beispielsweise zum Aussterben der Perm-Trias vor 250 Millionen Jahren. Die Bildung der Dekanfallen führte zum Aussterben der Kreidezeit und des Paläogens vor 66 Millionen Jahren und natürlich auch zum Aussterben der Dinosaurier. Die Auswirkungen vulkanischer Überschwemmungen auf das Klima sind tausendmal größer als die von Supereruptionen oder Atomkriegen. Nachdem der größte Teil des Magmagesteins aus der Flutwelle die Oberfläche erreicht und sich ausgebreitet hat, wird sich das verbliebene Magma einen anderen Weg suchen, um sich horizontal auszubreiten, wobei es auch Kohle, Lagerstätten und andere Fossilien erreicht. Dies alleine führt zu einem enormen Ausstoß von Kohlendioxid in die Atmosphäre, welcher die Erde dann um durchschnittlich 5 Grad erwärmen wird. Diese scheinbar geringe Zahl bedeutet aber, dass sich der größte Teil der Erdoberfläche für 100.000 Jahre in eine Wüste verwandeln wird. Die Ozeane werden sich in eine giftige, heiße, säurehaltige Flüssigkeit verwandeln, was auf den Überfluss an Kohlendioxid und die Aktivierung von Methanablagerungen am Meeresboden zurückzuführen ist. Aber wie wir aus der Tatsache unserer Existenz schließen können, ist der Planet in der Lage, solche Katastrophen zu ertragen. Und das mehr als nur einmal. Die Wissenschaftler sind sich sicher, dass die Menschheit in den nächsten Hunderten von Tausenden von Jahren nicht mit einer solchen Katastrophe konfrontiert werden wird. Und was ist mit dir? Würdest du gerne ein ähnliches Phänomen mal beobachten? Wir werden euch auf jeden Fall informieren, wenn sich die Pläne der Vulkane ändern und sich auf der Welt eine solche Gelegenheit ergeben wird. Bleib also dabei und vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, gebt ihm ein Like, teilt es mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde!